Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Und dann machen wir das Logo weg und dann können wir loslegen. Wir gehen heute final endlich mal in den Palast. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Tut mir leid. Hat ein bisschen gedauert. Und wir haben es sogar geschafft mit allen Schafen. Als einziges fehlt mir für Yoshi noch ein Apfel, glaube ich. Wenn wir immer mal nachholen. Da ich das so geplant hatte, einmal alles durchzugehen nochmal. Und dann beginnen wir jetzt mal mit dem, was wir sowieso hier eigentlich vorhatten, bevor wir die paar Monde gesammelt haben. Mario! Furchtbare Neuigkeiten! Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden! Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dann. Wir können sie nirgends finden. Wo kann sie nur sein? Okay. Unsere liebe Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Wo ist Prinzessin Peach? Ich habe schon überall gesucht. Hey, was ist los hier? Hier fehlen Türen. Das ist ja schön auf Hinweiskunst. Mario, bist du wieder auf einer deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar! Ich dokumentiere nicht all deine glorreichen Taten und habe ebenfalls alle Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe auch ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Oh, Prinzessin Peach Rettung hast du schon abgeschlossen. Mein herzlichen Glückwunsch. Oh, ein Mond für uns. Prinzessin Peach Rettung. Außerdem kannst du dir den Namen der Powermonde sehen, die du alle bekommst. Kleine Hinweise auf die Mondliste ein, öffne die Karte, um Hinweise zu sehen. Schnapp die Monde. Alter, 600! Kauf dir Spezialmünzen. Ah, okay. Sammel 8-Bit-Monde. Okay, okay. Okay, man kann auf der Modus gucken, was für Monde man gesammelt hat. Du weißt schon, falls man unsicher ist oder so. Gut, dann versuchst du schon, euch die Leistung einzubringen. Befürwort! Endlich wieder Weltfrieden! Ja, sicher! Endlich wieder Weltfrieden! Das ist bestimmt noch was für mich. Mondritter! Ja, sicher! Ein Mond für uns! Mondritter! Richtig gut! Das ist doof! Mondzauberer! Ja, sicher! Die Liste links ist einfach komplett zu lang! Flache Monde für Anfänger! Ja, sicher! Ja, ganz locker! Wir holen uns mal ein paar Monde her! Das ist bestimmt noch ein! Schatztruhenjäger! Yeah. Notenjagd-Welttour. Oh krass, haben wir in allen die Notenjagd-Dinger gemacht. Das ist wirklich cool. Tic-Tac-Turnier-Amateur. Okay, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar zu machen, aber wir sind ja schon relativ, wir haben ja relativ viel geschafft. Bekannter von Captain Toad. Okay, das kann sein, dass wir ihn jedes Mal hatten. Aber noch verrückt nach Gumbe. Ah! Okay, die hatten wir relativ safe jedes Mal. Sollten die Monde mal wegbringen. Mit Lakito auf Fischreise. Okay, den gab es ja gar nicht mehr so häufig, aber ja, ich erinnere mich daran, dass wir ihn auch jedes Mal, also dass wir ihn häufig hatten. Floristikgeselle. Okay. Jetzt kommen langsam Sterne, wo ich niemals mehr weiß, wofür wir die bekommen. Wettlauf mit Hasen, okay. Nehmen wir auch. Ich würde gerne eigentlich nochmal mit dir quatschen, um zu gucken, wie viele jetzt noch kommen. Stampfattackenausbilder. Ja, Glückwunsch, 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 Mario. Das hast du gut gemacht. Ich
weiß halt nicht mal mehr, wofür wir sie kriegen. Und ich kann sie nicht mal mehr fragen. Gewöhnlich gekleidet dürfte dann der Stern sein für immer die Kleidung des Gebietes geholt. Überdurchschnittlich gekleidet. Okay, da vielleicht auch nur häufiger mal Kleidung geholt. Souvenirs für Anfänger, ja, okay. Souvenirs haben wir viele geholt, aber nicht alle. Weil uns in jedem noch ein bisschen was fehlt. Souvenirs für Experten, ja, wir haben viele, aber nicht alle. Ich wiederhole mich da einfach mal. Und eigentlich würde ich ja... Aber ich kann doch nicht einfach Monde jetzt hier lassen. Kaperlehrling, okay. Cap. Wegen der Cap, okay, ich verstehe. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute, wofür wir gerade Monde kriegen. Sterne, wie auch immer. Aber wir haben viele Sterne Monde jetzt hier geholt heute schon. Modeexperte. Okay. Modeexperte gelesen. Okay. Rücksetzpunkt Anfänger. Okay. Sind das die Rücksetzpunkte? Sind das die Dinger? Müsste ich jetzt ernsthaft häufiger mal zwischen den Dingern hin und her? Münzenscheffler. Okay. Münzen aber nicht wenig. Wir haben jetzt noch nicht wenig. Wir haben relativ viel gekauft. Münzengroßverdiener. Okay. Ist halt die Frage, ob es zählt, wie viel man Maximum hat oder ob man... Guck mal, ich habe jetzt 4000. Und die drei holen wir uns schon mal. Dann fehlen ja gar nicht mehr so viele. Was alles? Oh. Du wärst mein Hinweis. Mach jetzt jeden einmal an hier. Ja, okay, ich glaube, wir müssen einfach. Tiara ist auch verschwunden. Danke nochmal an Halli für den Tipp, wie Tiara heißt. Das hatte ich ja nicht gewusst. Okay, vielleicht gibt es hier wieder. Nee. Okay. Dann, da wir sie ja hier nicht finden, wenn wir das machen, was sich anbietet, wir düsen jetzt einfach auf die andere, wahrscheinlich auf die Rückseite des Mondes, die steht uns ja noch frei. Drei Münzen fehlen uns auch nur noch hier, das ist ziemlich ärgerlich. Luigi können wir auch mal bei Zeiten machen. Erstmal... mal auffüllen. Sind doch ein paar. Also stehen uns die nicht ganz Zeit da links in der Ecke. In den Shops erhältlich. Okay, das hatte ich ja vorher schon gesagt bekommen. Okay, ja, ich hätte gesagt. Ja, gehen wir mal auf die finstere Seite des Mondes, ne? Ich denke, das haben wir uns verdient. Der N64 Mario ist eigentlich schon super. Kaninchenkrater. Okay, wir haben eine Riesenmöhre aus Mondstein. Hier gibt es keine extra Münzen. Das ist also nur Story hier. Okay. Ein Versuch wert, das Ding mal kaputt zu machen.
noch 113 Monde, um was zu tun. Okay, das ist krass. Düsen wir erstmal los. Oh, noch ein bisschen was vor uns. Ach du Schande. Hallo? Hallo? Was will man denn hier jetzt groß gucken? Weird. Sehr weird. Hätte ich gewusst, dass das auf der dunklen Seite des Mondes ist, dann... Okay, die Sachen werden kaputt gehen. Weil das sieht wirklich so aus, als wäre unten irgendwas in der Ecke. Okay. Und wir dürfen eine Karotte hochlaufen. Okay, zum Glück nur zu teilen. Den Rest müssen wir wohl klettern. Aber... Nein! Oh nein! Du hast also wirklich die Hochzeit verhindert? Aber mich kannst du nicht aufhalten. Du kannst keinen von uns Brodels aufhalten. Dann mal los, ich will sehen, wie du auf die Nase fällst. Ach du Schande, müssen wir jetzt jeden nochmal besiegen? Ach du, mit der Gravitation. Ich muss die ja kaputt hauen. Und dann, das wollte ich nicht. Das ist aber ganz... Okay, dass ich nur noch ein Leben habe, das war jetzt eine ganz ungünstige Geschichte. Oh, Controller schütteln! Okay. Okay, das müssen wir doch mal neu machen, Leute. Oh, ich bin ja gar nicht seelisch drauf vorbereitet. Ich dachte, ich hüpfe jetzt so ein bisschen entspannt auf dem Mond rum. Dann sowas. Ah, Gott. Oh, das kann ja was werden. Aber deswegen verstehe ich auch mit dem Kaninchengedöns sie. Okay, das läuft doch schon mal ganz gut. Woo, das muss ich kurz mal überspringen. War knapp. Moment. Okay, 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 okay. Das ist gut, das ist gut. Oh nein, okay. Okay, 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 okay. Solange ich die jetzt nicht alle am Stück mit nur. Okay. Wenn ich jetzt alle am Stück mit zwei Leben machen muss, Leute, dann wird das ein Problem.
Wenn ich zwischendurch wenigstens wieder vollgeladen werde, dann wäre das okay. Bin mal gespannt. Und sagen wir so, wenn ich sterbe und nicht wieder hier unten wäre, wäre das schon ein Erfolgserlebnis für mich. Das finde ich schon gut. Ich würde sagen, oh, wir probieren auf jeden Fall dann nochmal den nächsten der vier. Um weiter in der Karotte nach oben zu kommen. Aber würde ich sagen, gibt es in der nächsten Folge dann die anderen beiden oder mindestens. Oh Gott, ich muss wirklich. Das Sauerhart. Aha, du bist nicht sehr nett von dir, einfach so in unser Land zu platzen. Sag bloß, du wusstest nicht, dass wir hier leben. Das hier ist unser Zuhause, du Störenfried. Ganz schön unhöflich von dir, diese Aktion. Wird Zeit, dass ich dir mal ein paar Manieren beibringe. Die muss ich zurückschleudern. Okay. Wie funktionierte sie nochmal? So funktionierte sie. Okay. Achso. Wait! Ja, springt 10.000 Meter hoch. Aber mit nur zwei Leben, das ist jetzt auch schon ein bisschen. Bin kein Fan. Okay, das ist okay. Ah. Oh. Okay. Wir bleiben mal ganz außen, so weit wie möglich. Nicht ganz möglich. Wohl eigentlich schon möglich. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur schnell da landen. Aber das war jetzt ganz schlecht mit nur einem Leben. Ich weiß noch nicht mal, wie die nächsten noch funktionieren. Oh Gott. Schon ein bisschen verrückt, die Alte. Oh, ja, ist okay. Oh, ist okay. Hat die jetzt ernsthaft diesen Stern gebaut? Okay. Also langsam lässt es ein bisschen nach. Das ist gut. Da hüpfen wir lieber mal. Ich habe Angst, dass wir da reinlaufen sonst. Okay. Wir haben den Kampf geschafft. Puh. Wenn ich die wirklich am Stück machen muss, das wird hart. Ja. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle einfach mal für heute, fürs Zuschauen. Der arme Mario, leicht am Kollabieren hier. Und, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir feststellen, ob wir in einem Run durch müssen oder nicht. Wenn ja, werden wir wohl von vorne nochmal anfangen. Ja, so oder so. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.